sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Und die Teamkollegen sind da. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Klasse Zuspiel. Kann er sich den Ball holen? Ein Solo vom Torwart. Das siehst du auch nicht alle Tage. Und jetzt verliert er den Ball. Von seinem Körper rollt der Ball ins Tor. Thierry Henry. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Unglaubliche Parade. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Aus dieser gute Faustabwehr. Gefangen. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Thomas Vermaelen. Und in der Mitte sind Mitspieler frei. Gago. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Die Abwehr steht goldrichtig. Stören. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Abgefälschter Ball und im Aus. Die Situation wurde geklärt. Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Holt die Abwehr aufmerksam. Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihm durch die Beine rollt, aber das hat er ganz, ganz locker gemeistert. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Achtung! Das ist ja immer wichtig für die Moral einer Mannschaft. Es war so furchtbar, aber jetzt zumindest ein Tor. Ja, aber danach legen wir dann auch den Mantel des Schweigens über diesen Kick. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Das ist ein Tor! Ein grandioser Kopf. Wie aus dem Lehrbuch, Mann. Perfekt getroffen diesen Ball. Keine Chance für den Torhüter. Thierry Henry. Festhalten. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Über links könnte es klappen. So sieht das der Trainer gern. Wunderbar herausgespielt. Attackiert ihn, er will den Ball. Ja, tolle Chance. Oh, da freut. Jetzt zieht er ab. Ein schwacher Schuss.
jetzt hätten sie mal ein kleines Erfolgserlebnis, zumindest gut gebrauchen können. Rangehen, da muss man kompakt stehen. Das sind ja riesen Lücken dahin. Und das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Er hat den Ball sofort verarbeitet. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Er hält doch tatsächlich diesen Ball. Ja, und wir müssen. Geht er rein! Und der Keeper ist zur Stelle. Und es gibt Ecke. Und noch eine Ecke. Der Angriff wurde gestoppt. Thierry Henry. Toller Pass. Schuss und ein gutes Stellungsspiel des Verteidigers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Souverän geklärt. Nicht voll getroffen und das Ergebnis sieht ziemlich mau aus. Schipka, ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Sofort abgezogen und das hat er geahnt oder im Augenwinkel gesehen. Er springt da hoch und der Gegner grätscht ins Leere. Ja, perfekt gemacht. Gut. Was sagt der Torwart? Er sagt, hier ist Endstation. Und Eckball gibt's. Gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Da scheint keiner vorbeizukommen. Die Situation wurde geklärt. Der könnte passen. Oha, da war ordentlich was dahinter. Und der Torwart, er ist da. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Für eine Mannschaft. Sie weigert sich hartnäckig aufzugeben. Und dieser späte Sieg kann noch ganz wichtig werden. In